Ich habe keine Ahnung, woher das deutsche Sprichwort Hals über Kopf herkommt. Aber Hals über Kopf zu handeln bedeutet etwas überstürzt anzugehen. Das ist vermutlich vielen von uns bereits passiert. Da handelt man im Eifer des Gefechts. So hat mancher bereits Fehlkäufe getätigt. Einfach auf Kaufen geklickt und etwas überteuert oder etwas völlig Unnötiges gekauft. Hals über Kopf einen Urlaub gebucht. Hals über Kopf eine Entscheidung getroffen. Wem ist das noch nicht passiert? Klar, es gibt Menschen, die eher dazu neigen, weil sie ein Hansdampf in allen Gassen sind. Andere, die eher träge sind und sich kaum zu Entscheidungen drängen lassen, sind da nicht so gefährdet. Aber am Ende kann es jedem passieren. Das wusste bereits der weise Salomo vor 3000 Jahren. Er schreibt nämlich seinem Sohn im Buch der Sprüche, so lesen wir in Kapitel 19, Vers 2, wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht es nicht gut zu. Und wer hastig läuft, tritt fehl. Salomo will seinem Sohn von überstürzten Entscheidungen warnen. Deshalb heißt der 92. Tipp fürs Leben: Macht nichts Hals über Kopf. Das Buch der Sprüche gehört zu den fünf poetischen Büchern des Alten Testaments. Poesie besteht aus Reimen. Doch im Gegensatz zum Deutschen, wo sich häufig der Text am Ende reimt, hat man im Hebräischen Parallelismen verwendet. Das heißt, die erste Zeile hat die gleiche Aussage wie die zweite Zeile, aber man verwendet andere Worte und ergänzt den Inhalt der ersten Zeile. Hier liegt also ein solcher Parallelismus vor. Es heißt ja nämlich im Text, wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht es nicht gut zu. Das ist die erste Zeile. Zweite Zeile, und wer hastig läuft, tritt fehl. Mit anderen Worten, Unvernunft wird mit schnellen Schritten hier gleichgesetzt. Das Ergebnis ist, es geht nicht gut aus. Beziehungsweise in der zweiten Zeile heißt es, man unterläuft einen Fehltritt. Zu oft handeln Menschen im Affekt. Sie überstürzen Entscheidungen und berücksichtigen die Folgen nicht. Im Hebräischen heißt die erste Zeile des Textes wörtlich ohne Verstand oder auch ohne Erkenntnis, taugt auch der größte Eifer und Einsatz nichts. Was für eine Weisheit. Erst denken, dann handeln. Das ist die Devise. Klar, es gibt viele Entscheidungen, die kann man irgendwann rückgängig machen. Zum Beispiel kannst du die Ware wieder zurückschicken, die du unnötigerweise gekauft hast. Auch manche Fehlinvestitionen kann man verkraften. Aber das Leben ist zu kurz und man lebt nur einmal. Deshalb müssen wichtige Entscheidungen mit Bedacht getroffen werden. Partnerwahl, Berufswahl, ein Hauskauf und viele andere Entscheidungen haben tragreiche Folgen. Die Bibel erzählt viele Geschichten von Menschen, die Hals über Kopf entschieden haben und sich völlig verrannt haben. Kain erschlägt Abel aus Wut auf dem Feld, eine Entscheidung, die er nicht bedacht hat. Jona flieht vor Gott und versteckt sich auf einem Schiff. Das war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Das hätte er wissen müssen, dass man Gott nicht davonlaufen kann. Paulus ist über einen Mitarbeiter namens Johannes Markus so frustriert, dass er ad hoc entscheidet, ihn nicht noch einmal auf eine Missionsreise mitzunehmen. Da aber Barnabas, der Kollege von Paulus, zu Johannes Markus steht, geraten die beiden in Konflikt und gehen getrennte Wege. Später lesen wir, dass Paulus doch wieder Johannes Markus mitgenommen hat. Das lässt den Schluss zu, dass Paulus hier vermutlich voreilig entschieden hat. Ich bin immer wieder begeistert, wie die Bibel so lebensnah und auch authentisch ist. Uns wird keine perfekte Welt vorgespielt, sondern es sind Menschen wie du und ich. Doch die Bibel ist auch voller praktischer Ratschläge. Handle nicht Hals über Kopf. Nimm dir Zeit und denk nach. Denn wer zu schnell losläuft, läuft Gefahr zu stolpern. Nimm dir einmal Zeit und überleg dir, wo hast du voreilige Entscheidungen getroffen? Wie kannst du sie korrigieren? Und wenn du es nicht rückgängig machen kannst, dann triff weise Entscheidungen, mit der Situation richtig umzugehen. Aber überleg auch, wie du in Zukunft vermeiden kannst, etwas Hals über Kopf zu machen. Hier meine Tipps. Erstens, bete, bevor du Entscheidungen triffst. Zweitens, lies in der Bibel. Die Bibel ist ein Buch voller Weisheit, weil alle Weisheit Gottes Weisheit ist. Drittens, sprich mit guten Ratgebern, die dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und viertens, triff eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, in dem Vertrauen, dass Gott mit dir geht. Gott lässt dich nicht im Stich, selbst wenn du auch mal Fehler machst. Im Gegenteil, er versteht dich. Und manchmal nutzt er sogar unsere Fehler, um daraus etwas Gutes zu machen, was am Ende Gott auch wieder ehrt. Das darf dich davor aber nicht verführen, etwas Hals über Kopf zu machen.
Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und Weisheit für deine Entscheidungen heute und in der Zukunft.